Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Workout für deine Lendenwirbelsäule, also für deinen ganzen Lendenwirbelsäulenbereich. Und da gehört natürlich nicht nur der untere Rücken dazu, die sogenannte Lendenwirbelsäule, sondern da gehört auch dazu, dass wir Hüftgelenke mobilisieren, dass wir die Brustwirbelsäule etwas mobilisieren, natürlich auch die Körpermitte stabilisieren. Wir beginnen ganz einfach im Vierfüßlerstand. Nimmst deine Hände unter deine Schultern, deine Knie unter deine Hüftgelenke und beginne deinen ganzen Rücken etwas zu mobilisieren, indem du in alle möglichen Richtungen durchbewegst. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Einfach mal durchbewegen. Der untere Rücken ist gerne die Stelle, wo Rückenprobleme tatsächlich auftreten. Also in den meisten Fällen ist es unten. Da wollen wir heute mal dagegen vorgehen. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Wenn du das Gefühl hast, dir wird es zu viel, dann mach ruhig eine Pause. Also einfach mal in dich hinein spüren, auch wahrnehmen, wie fühlt sich denn dein Rücken überhaupt an. Und pendel dich jetzt in die Mitte, bis du das Gefühl hast, dass du tatsächlich auch in deiner neutralen Position deiner Wirbelsäule bist. Dazu ziehst du dich hier aus deinen Schultern heraus, holst deine Schulterblätter auseinander, dreh deine Oberarme leicht nach innen und versuche jetzt, deine Bauchdecke Richtung Boden fallen zu lassen. Einatmend und mit dem Ausatmen holst du sie nochmal nach oben. Also bitte nicht den Rücken, sondern nur deine Bauchdecke. Das ist der tiefe Bauchmuskel, der deine Organe innen oben hält und zusammen mit der Faszie im unteren Rücken dein Korsett bildet, also deine Körpermitte bildet. Und da halten wir unseren ganzen Oberkörper den ganzen Tag, was natürlich gar nicht so leicht ist. Lass jetzt deinen Bauchnabel innen oben. Das ist wieder der Transversus, der dich hier hält. Und jetzt versuch deine Fußspitzen aufzustellen und mit dem Ausatmen hebst du deine Knie einen Zentimeter vom Boden ab. Schon gar nicht so unanstrengend. Einatmend nochmal, absetzen. Pause aus den Schultern, Bauchnabel nach innen oben, ausatmend nochmal heben. Und einatmend nochmal absetzen. Merkst du, wie schwer eigentlich der Oberkörper ist? Nochmal hochkommen. Und jetzt bleibst du hier in der Schwebe und versuchst einmal mit deinem rechten und einmal mit deinem linken Knie auf den Boden zu tippen. Minimale Rotation in deinem unteren Rücken. Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Wenn es dir zu anstrengend wird, gerne mal eine Pause machen. So stabilisieren wir den unteren Rücken. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Halte nochmal und absetzen. Sehr gut. Deine Handgelenke auslockern. Die müssen da natürlich mitarbeiten. Was aber gar nicht so verkehrt ist. Die brauchen auch Kraft. Jetzt kommst du nach vorne, ganz nach vorne auf deine Matte. Nimm deine Beine einmal mit nach vorn. Setz dich so hin, dass du dich jetzt gemütlich ablegen könntest. Erstmal aufrichten, Unterschenkel fassen, einatmen und ausatmen, deinen Rücken ganz entspannt sinken lassen. Einatmen nochmal hoch und ausatmen nochmal absenken. Müsste jetzt eigentlich angenehm sein. Das entspannt auch deinen Beckenboden, der einerseits natürlich stabil sein sollte, aber andererseits auch entspannt werden sollte. Bleib dann aufgerichtet, stütz deine Hände hinten einmal ab. Brustbein ist aufgerichtet. Lass deine Füße auf den Fußspitzen und jetzt lass du sie locker von rechts nach links kippeln. Deine Hüftgelenke mobilisieren.
ganz entspannt. Gerne auch den Blick zur anderen Seite mitnehmen. Jede Seite noch einmal. Und dann kommst du wieder zur Mitte und richtest dich auf. Atme ein, nimm deine Arme nach oben und versuch mit dem Ausatmen dich einmal auf eine Seite zu drehen. Einatmen nach oben und ausatmen zur anderen Seite. Einatmen hoch, Blick nach hinten, Brustwirbelsäule mobilisieren. Und dann bleibst du auf einer Seite, gehst so weit, wie es für dich angenehm ist. Möglichst gerade bleiben, das ist wichtig. Komm dann wieder zurück, wechsel, ausatmen. Und komm dann noch einmal zurück, streck dich lang, fass deine Unterschenkel und roll dich langsam nach unten ab. Dein rechtes Knie darfst du gleich mitnehmen, dein linkes Bein streckst du so richtig lang nach unten aus. Und jetzt gerne auch mit der linken Fußspitze noch weiter nach unten ziehen. Dein rechtes Knie ganz locker kreisen lassen. Mobilisation Hüfte nochmal. Und zieh dein Bein nach außen, fass es am Unterschenkel und lass jetzt den Ellbogen Richtung Boden wandern, sodass dein Knie hier nach außen geht und du die Dehnung nochmal spürst in deiner Hüfte. Schulter locker. Achte darauf, dass beide Gesäßhälften immer noch auf dem Boden bleiben. Funktioniert? Löst du nochmal auf. Einmal dein Bein nach unten rutschen lassen, gleich dein anderes Knie anziehen. Das andere Bein rechts schiebt ganz weit nach unten und ganz locker kreisen lassen. So wie es für dich angenehm ist. Dann halte, nimm mit der linken Hand dein Knie, rechten Arm zur Seite, zieh es nach außen, versuch den Ellbogen Richtung Boden zu schieben. Schau nochmal, dass beide Hüftknochen hier unten bleiben und dehn mal dein Hüftgelenk richtig schön auf. Ist angenehm, oder? Gerne mal auch einen Kommentar hinterlassen, wie dir die Übungen so tun, ob es dir angenehm ist. Wie du dich danach fühlst, interessiert mich immer. Ich versuche auch immer zu antworten. Und dann kommst du vorsichtig wieder zurück. Stell deinen Fuß auf, den anderen auch wieder aufstellen, Handflächen zeigen zur Decke und beginne jetzt mit deinem Steißbein in Richtung Fersen zu schieben, dein Becken einmal Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Maximal bis zu deinen Schulterblattspitzen und dann kommst du Wirbel für Wirbel nochmal tief. Versuch auch deinen unteren Rücken möglichst langsam bewusst abzurollen. Dann noch einmal hoch, Wirbel für Wirbel nach oben schieben. Wir kräftigen jetzt die Rückseite, Gesäß, Rückseite, Oberschenkel. Mobilisieren die Wirbelsäule. Versuch dich jetzt oben zu halten, maximal bei deinen Schulterblattspitzen
und kippe einmal rechts, einmal links. Das heißt, deine rechte und linke Gesäßhälfte spannen einmal an. Pendelst ganz leicht mit deinem Becken da oben. Ganz locker. Letzten Male. Wird schon warm, die Rückseite. Halte noch einmal und versuch dich Wirbel für Wirbel wieder abzurollen. Entspannen. Und ein letztes Mal noch nach oben. Versuch hier zu bleiben. Und jetzt eine Runde rechtes Bein nach vorne schieben. Halten. Ist anstrengend, ich weiß. Becken bleibt parallel zum Boden. Atmen. 4, 3, 2 und wechseln. Andere Seite nach vorne schieben und nochmal halten. Beide Beckenhälften sind auf einer Höhe. Noch 4, 3, 2, 1 und Fuß abstellen. Sehr gut. Einmal nach unten abrollen. Knie nochmal ranziehen. Und die Beine kurz entspannen lassen. Wir stellen die Füße nochmal nacheinander auf und drehen uns ganz auf die Seite. Mit angezogenen Beinen. Beine sind hier oben. Deine Hände, die verschränkst du hinter deinem Kopf und legst den Kopf ganz gemütlich in deine Hände. Auf deinen Oberarm. Und jetzt versuche, deinen oberen Ellbogen nach hinten aufzudrehen. Schau mal, dass deine Knie möglichst hier auf der einen Linie bleiben. Und du schiebst deinen Ellbogen so weit zurück, wie es für dich angenehm ist. Kommst dann wieder langsam nach vorne. Atme aus, komm nochmal zurück. Knie nach vorne schieben. Und atme ein, nach vorne. Beweglichkeit, Brustwirbelsäule. Wenn wir da zu fest werden, dann entstehen nämlich ganz gern Schmerzen im unteren Rücken. Noch einmal zurück und wieder nach vorne und den Kopf ablegen. Die Hand, die darf jetzt vorne aufstützen. Und wenn du schon mal Druck gibst mit der Hand, spürst du genau, dass deine Körpermitte aktiv wird. Das heißt, dein Unterrücken wird richtig gut stabilisiert, indem du mit deinem Handballen Druck auf den Boden gibst. Jetzt hebst du dein oberes Bein an und versuchst mit dem Ausatmen, mit der Ferse nach hinten zu schieben, gib hier Druck. Und mit dem Einatmen zieht dein Bein nochmal nach vorne und du ziehst die Fußspitze ran. Nochmal ausatmen, zurück. Einatmen nach vorne. Beweglichkeit Hüftgelenk. Stabilisation Körpermitte. Becken bleibt ganz stabil. Halte dann hier vorne und versuch dein Knie einmal Richtung Knie zu drehen und deine Ferse zur Ferse nochmal eindrehen, ausdrehen. Becken bleibt stabil.
Halte dann dein Bein nochmal und lass es locker. Sehr gut. Einmal hochdrücken und alles von der anderen Seite. Beginnen zuerst mit der Mobilisation der Brustwirbelsäule. Also nochmal die Knie anziehen. Nimm deine Hände hinter den Kopf und lass den Kopf ganz bequem hier liegen. Schau, dass die Knie übereinander bleiben. Und dann atmest du aus. Drehst dich zurück, so weit, wie es für dich angenehm ist. Oberes Knie nach vorne. Und einatmen, wieder nach vorne. Nochmal ausatmen, zurück. Und einatmen, nach vorne. Mach in deinem Tempo. Vielleicht merkst du auch bei jedem Mal zurückgehen, kommst du ein Stück weiter. Nochmal. Und langsam wieder zurück zur Mitte kommen. Sehr gut. Obere Hand stützt hier ab, lässt den Kopf liegen. Drück ganz leicht wieder mit dem Handballen in den Boden und spür gleich, dass deine Körpermitte aktiv wird. Dein oberes Bein hebst du an und mit dem Ausatmen schiebst du jetzt zurück. Ferse schiebt, einatmen nach vorne. Langer Fuß. Ausatmen, Ferse. Einatmen, langer Fuß. Jetzt bleibst du hier vorne und drehst nochmal ein und aus. Oben bleibt ein Glas stehen, wirklich nur Knie und Ferse. Geht noch. Letztes Mal kräftigt natürlich auch dein Gesäß, mobilisiert deine Hüfte, halte hier und lass locker, einmal entspannen, super. Jetzt darfst du dich nochmal nach oben drücken, auf deine Knie, gerne deinen Rücken noch einmal in allen möglichen Positionen durchbewegen, durchdehnen. Und dann kommst du in den Vierfüßlerstand und nimmst dein rechtes Knie mal innen neben deine rechte Hand. Und nimm deinen Unterschenkel jetzt mal nach innen. Dann kannst du dich nämlich nach hinten absetzen. Wenn du jetzt den Unterschenkel weiter hochziehst, wird es ein bisschen anspruchsvoller. Lass den Rücken mehr gebeugt. Wenn du ein Kissen hast, legst du ruhig unter deine Po-Hälfte. Und jetzt versuch deine linke Hüfte mal weit nach unten zu schieben. Du darfst gerne hier aufrecht bleiben und spür mal deine Hüfte. Also links deinen Hüftbeuger hier und rechts den Po-Muskel. Geht? Genau, versuch da so ein bisschen hineinzuspüren. Wenn du das Gefühl hast, ne, das geht ganz gut, kannst du natürlich auch auf die Ellbogen tief gehen. Und mal das Gefühl haben, mit jedem Ausatmen weiter in die Dehnung hineinziehen. Nämlich auch ganz oft der Grund für Beschwerden im unteren Rücken, dass dieser kleine Gesäßmuskel zu fest ist
Oder auch der Hüftbeuger zu fest zieht. Passiert übrigens auch, wenn man viel Stress hat, negativen Stress hat, dass der Hüftbeuger zu fest ist und dann der Rückenschmerzen beginnt. Also Entspannung ist genauso wichtig. Kommst vorsichtig nochmal zurück. Lass die Hände ab, drück dich nach oben, nimm dein Bein wieder zurück und nimm jetzt ein anderes Bein. Nach links, innen an die Hand, Unterschenkel nach innen, rechter Fuß schiebt zurück. Jetzt entscheide wieder, wie du möchtest, ob du den Unterschenkel weiter hochholst, versuch rechts die Hüfte tief zu schieben. Entweder bleibst du hier, vielleicht reicht das für dich auch schon. Ist völlig okay, oder du gehst tiefer auf die Ellbogen und spürst vielleicht auch einen Unterschied rechts-links. Mit jedem Ausatmen hier wieder tiefer sinken. Einfach in dich hineinspüren, wahrnehmen, so ein bisschen rumspielen, wo es noch angenehm ist für dich. Und dann drückst du dich langsam wieder. Eins weiter nach oben. Auf deine Hände. Komm zurück mit dem Bein. Komm dann auf beide Knie. Und jetzt darfst du mal völlig entspannt dich nach hinten absetzen. Wenn du möchtest, deine Hände übereinander, die Stirn auf deine Hände. Oder du setzt deinen Kopf ab, deine Arme neben deinen Körper. Und spüre jetzt einfach nur deinen Atem. Du kannst auch mal austesten, deine Hände auf den unteren Rücken zu legen. Da merkst du nämlich, wie der Atem in den Rücken ausweicht. Lass deinen Atem fließen und versuch ruhig länger auszuatmen, wie du einatmest. Nase ein, ausatmen durch den Mund. Hineinspüren, wie sich dein Rücken anfühlt. Und mit dem nächsten Ausatmen rollst du dich wieder hoch, nimm rück deine Hände zur Hilfe, roll dich nach oben zum Sitzen. Und jetzt gerne nochmal in den Schneidersitz, so wie es für dich angenehm ist, entweder deine Füße voreinander oder wirklich gekreuzt. Richte dich auf, ist nochmal locker. Vielleicht spür mal in deinen Rücken rein, wie fühlt sich's an? Beginne gerne auch hier nochmal zu kreisen, ganz locker deinen Rücken abkippen lassen. Nochmal die Richtung nochmal wechseln, vorne und zurück. Nochmal in der Mitte bleiben, aufrichten, einatmen, ausatmen, nochmal lösen.
Und jetzt atme nochmal ein und versuch dich ganz lang zu strecken, zu räkeln. Und vielleicht nochmal irgendwie in alle möglichen Richtungen dich dehnen. Ich hoffe, es hat dir gut getan, du fühlst dich jetzt gut an oder dein Rücken fühlt sich jetzt gut an. Wenn du Lust hast, geh gerne auf Unterstützung unten, auf meine Unterstützung. Wenn du Lust hast, mich zu unterstützen, meine Arbeit wertzuschätzen, so als Energieausgleich für zum Beispiel so ein Cappuccino monatlich, also 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich, ganz wie du möchtest, kannst du mich unterstützen. Wenn du Lust hast, zum Beispiel für Lampen, die ich mir auch schon 2 gegönnt habe. Wie du siehst, sind nicht mehr so viel Schatten hinten, also schon angenehmer auch mitzumachen und für mich natürlich auch nicht mehr so blendend. Öffne mal deine Arme, zieh die Ellbogen zurück, auch für Computer und Filmmaterial. Also freue ich mich über jeden Unterstützer und vielen, vielen Dank an all die, die mich schon unterstützen. Kannst natürlich auch einfach kostenfrei mitmachen bei mir und mich abonnieren. Wenn du auf diesen Abo-Button drückst bei YouTube, ist kostenfrei. Freue ich mich auch. Lass mal los, fass deine Hände, öffne nochmal dein Brustbein, zieh die Arme ganz weit nach oben. Spürst die Dehnung wahrscheinlich jetzt vorne nochmal. Vielleicht hast du auch Lust, Freunde einzuladen, mitzuturnen. Es gibt bestimmt jemanden, der auch ab und zu mit dem unteren Rücken Probleme hat. Lass nochmal locker. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner natürlich. Und ein letztes Mal einatmen, die Schultern hochziehen, ausatmen, fallen, noch einmal ein und ausatmen, entspannen. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst bis zum Ende des Workouts. Ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn du möchtest. Geh einfach mal da oben zu dem Infopunkt, da findest du auch noch mehr Videos, wenn dir dieses Spaß gemacht hat. Oder eben ganz einfach, bis zum nächsten Workout.